Okay, dann erstmal hallo von meiner Seite. Mein Name ist Toni Naumann. Ich komme aus dem fernen Dresden zusammen mit meinem Kollegen Stefan Gubsch hierher zu diesem schönen Event. Und zwar, wir stehen für vorausschauendes Instandhalten. Sozusagen liegt uns die Gesundheit Ihrer Maschine am Herzen. Und wir haben uns. Also, gut, jetzt geht's. Wir haben uns mit den Problemen von Anlagenbetreibern und Diagnostikern genauer auseinandergesetzt. Zum einen sorgen immer wieder unerwartete Maschinenstillstände, beispielsweise durch größere Schäden und so weiter, beziehungsweise ineffiziente und häufige Vorbeugungsmaßnahmen für eine Verringerung der Anlagenverfügbarkeit. Das sorgt natürlich in der Produktion für hohe Kosten und das will man natürlich tunlichst vermeiden. Auf der anderen Seite verfolgen heutzutage noch nicht die meisten Anlagenbetreiber ihre Instandhaltungsmaßnahmen, beziehungsweise tun sie das nur reaktiv, das heißt, wenn der Schaden schon vorhanden ist. Und das wollen wir natürlich auch vermeiden. Wenn überhaupt eine Instandhaltung durchgeführt wird, dann passiert dies häufig durch teure Diagnosekräfte. Diese Diagnosekräfte werten Unmengen von Daten aus, das tun sie händisch, beziehungsweise auch sehr zeitaufwendig. Und das sorgt natürlich für Ihr Unternehmen auch wieder für hohe Kosten, beziehungsweise lässt es nur eine geringe Anzahl von überwachten Maschinen zu. Wir als Conimon GmbH haben dafür eine Lösung gefunden. Und zwar stellen Sie sich vor, Ihre Maschine ist sozusagen krank, sie hat eine Unwucht, sie hat einen Lagerschaden, beziehungsweise die Welle ist falsch eingebaut. Und unsere Software erkennt nun anhand von frühzeitiger, automatisierter Schadens- beziehungsweise Fehlerdiagnose, welche Krankheit Ihre Maschine hat, in welchem Bauteil dieser Schaden stattfindet, beziehungsweise dieser Fehler und in welchem Stadium er sich befindet. Dadurch lassen sich natürlich die Restnutzenzeiten Ihrer Bauteile sehr genau mit hoher Präzision festlegen und daraus lassen sich wiederum, sagen wir, Instandhaltungsempfehlungen ableiten oder genau treffen sozusagen. Zusammenfassend trifft sich in unserer Software sozusagen 30 Jahre Erfahrung in der Maschinendiagnose des Maschinendiagnostikers in unserem Team mit modernen Methoden aus der Informatik. Vielleicht noch interessant, wie diese Technik überhaupt funktioniert. Ich weiß nicht, Sie wissen es vielleicht, Schäden sorgen für Schwingungen bzw. erzeugen Schwingungen. Diese Schwingungen lassen sich wiederum durch verschiedene Sensorik aufnehmen und über unsere multivariaten KI-Verfahren können diese komplexen Schwingungsmuster nun alles analysiert werden. Diese wiederum leiten dann Schadensmuster ab und das lässt wiederum eine genaue Fehleranalyse zu. Vielleicht ganz kurz zu unserem Angebot. Wir haben auf der einen Seite eine Komplettlösung um unsere Software herum mit verschiedenen Konzeptionen, Messtechnik, verschiedenen Dienstleistungen und auf der anderen Seite den reinen Lizenzverkauf unserer Standardsoftware. Für wen ist das Ganze denn jetzt interessant? Also auf der einen Seite, wie ich schon gesagt habe, für die Anlagenbetreiber, die wir natürlich optimieren wollen, für die Anlagenhersteller, mit denen wir vielleicht unsere Software zusammenverkaufen können. Als zweiten großen Punkt die Diagnostiker, denen wir natürlich Arbeit abnehmen möchten und die Arbeit effizienter gestalten wollen. Und auf der anderen Seite Spezialfälle wie im Bahnbereich beziehungsweise auch bei Generatoren von Windkraftanlagen. Kommen wir natürlich jetzt zu dem Interessanten für Sie. Was ist Ihr Kundennutzen dabei? Zum einen möchten wir gern Ihre Instandhaltungsmaßnahmen optimieren. Wir können Ihre Instandhaltungskosten bis zu 45% senken. Die Automatisierung über unsere Software ermöglicht natürlich, dass zusätzlich Diagnosefehler reduziert werden und die Anzahl der gleichzeitig überwachten Maschinen erhöht wird. Als zweiten Punkt sorgen wir für eine Entschuldigung, für eine Schadensprävention statt einer Schadensbeseitigung. Sie möchten natürlich die Schäden verhindern und deswegen sorgt unsere Fehlerfrüherkennung für die frühe Deklarierung der Fehler. Als nächsten Punkt hätten wir eine sichere Planung Ihrer Instandhaltung, natürlich damit verbunden eine hohe Anlagenverfügbarkeit und daraus leitet sich dann Ihre individuelle Instandhaltungslösung je nach Bedarf ab. Vielleicht jetzt noch ganz kurz zu unserem jetzigen Stand. Wir haben im Moment schon zwei Pilotkunden eingesetzt, mit denen wir eng kooperieren. Auf der anderen Seite haben wir weitere 11 Pilotkunden, mit denen wir im Moment im Gespräch sind und kurz vor Einigung auch stehen. Wir haben zusätzlich den Preis für digitale Innovation 2017 im Sommer jetzt vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gewonnen und als weiteres noch generell 250.000 € Finanzmittel bereits eingesammelt.
Wenn Sie jetzt Interesse haben, kommen Sie doch einfach zum Stand 7 vorbei. Wir beantworten Ihnen Ihre Fragen gerne und wir sind immer auf der Suche nach weiteren Pilotkunden. Vielen Dank.